إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Somit sind wir immer noch beim zweiten Hadith. Dieser gewaltige Hadith, wie Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagte, wahrlich, dieser Hadith ist gewaltig, denn dieser Hadith ist die ganze Religion. In dieser Hadith wird die ganze Religion erklärt. Und deswegen ist er von so großer Bedeutung. Wir haben schon der erste Abschnitt dieser Hadith behandelt. Und jetzt fahren wir inshallah heute weiter und sind wir stehen geblieben letztes Mal, als Jibril a.s. sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ, so berichte mir von der Iman, sag mir, was ist der Iman? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete auf diese Frage, indem er sagte, قال sallallahu alaihi wasallam, الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Sheikh Uthaymeen sagt, هذه ستة أشياء. Das sind die sechs Säulen der Iman. Und das ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, an die Engel, an die Bücher, an den Propheten, am jüngsten Tag und an der Vorherbestimmung. Das sind die sechs Säulen der Iman. Und die erste Säule, die überhaupt die wichtigste Säule, wo sich alles darauf, auf diese Säule stützt, ist Al-Imanu Billah, das Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet vier Sachen. Diese vier Sachen müssen vorhanden sein, dass der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala korrekt ist und richtig. Und die erste Sache ist Al-Imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Der Iman, der Glaube an der Existenz Allahs subhanahu wa ta'ala. Das ist die erste Sache, dass der Mensch glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und dies ist auch in der natürlichen Veranlagung bei den Menschen. Sogar Sheikh Uthaymeen rahimahullah sagt auch beim Pharaon, dieser große Übeltäter und Tyrannen und Bekämpfer der Wahrheit, jedoch in seinem Innerlichen glaubt er an der Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Jedoch sein Hochmut und das Streben nach diesseits hat ihn davon abgehalten, an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. Das ist die erste Sache. Und zweite Sache ist Al-Imanu bi-infiradihi bil-rububiyya, dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige und alleine in der Rububiyya, in der Tawhid al-Rububiyya.
dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer, der Lenker, der Versorger ist. Der einzige Schöpfer, Lenker und Versorger. Und er hat keinen Partner. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache ist, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der einzige Tawhid al-Uluhiyyah, dass er der einzige, der verdient hat, der zu Recht angebetet wird. Der anbetungswürdig. Allah subhanahu wa ta'ala, der einzige wahre, anbetungswürdige ist. Und alles andere ist batil, nichtig. Und es geziemt sich niemanden, nicht mal der nächsten Engel und nicht mal den besten Propheten und Gesandter, dass er angebetet wird. Oder ihm irgendeine Art der Anbetung gewidmet wird. Nein. Dies ist nur einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala. Und die vierte Sache ist, der Glaube an den Namen und Eigenschaften Allahs. Dass wir glauben, das ist von der Glaube Ahle Sunnah wal Jama'ah, dass wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Namen hat und Eigenschaften. Namen und Eigenschaften, die er sich selbst gegeben hat. Der er sich selbst beschrieben hat und ihn seine Gesandten beschrieben haben. Und dies, was sie gesagt haben, ist nichts außer das, was ihn die Gesandten beschrieben haben. Dieses Wissen entspringt auch wiederum von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er sie belehrt hat, dass er diese Namen und Eigenschaften hat. Und wir bestätigen die Namen und Eigenschaften Allahs, ohne sie ta'til zu machen, sie zu vernichten, zu verleugnen, zu verneinen. Yani wir verneinen sie nicht wie die Jahmiyyah. Das heißt, die Jahmiyyah, sie verneinen und verleugnen alle Namen und Eigenschaften Allahs. Und Ahle Sunnah wal Jama'ah bestätigt alle Namen und Eigenschaften Allahs. Ohne Ta'til. Und dann auch ohne Tahrif. Was ist Tahrif? Dass die Wortlaut oder die Bedeutung geändert wird. Das heißt, diese Leute sagen, wenn Allahs Hand erwähnt wird, sie sagen, das ist die Barmherzigkeit damit gemeint. Oder Allah kommt runter, die meinen, Allahs Barmherzigkeit kommt herunter. Nein. Wir bestätigen, dass Allah runterkommt, wie es sich ihm gebührt. Und wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Hand hat, wie es ihm sich gebührt. Nur die Begriffe sind gleich. Jedoch, Kaif ist unterschiedlich. Wir wissen, wie unsere Eigenschaften sind, und wir wissen es nicht, wie Allahs Eigenschaften sind. Wieso? Allah hat uns nicht berichtet. Wir bleiben da stehen, wo der Koran stehen geblieben ist, und Sunnah. Allah hat uns gesagt, so und so, wir glauben. El-Kaif, das Wie hat uns Allah nicht offenbart. Somit, wir fragen nicht nach Wie. Und auch nicht Temthil machen. Das heißt, Beispiel. Oder auch nicht Tekjif, das Fragen nach Wie. Yani keine Beispiel machen, dass zum Beispiel sagen, Allahs Hand ist so und so wie diese und jene Hand. A'udhu billah. Niemals. Allah ist frei von dem. So wie Allahs Wesen über unsere Vorstellungskraft vermögen ist, so sind Allahs Eigenschaften auch über unsere Vorstellungskraft vermögen. So wie Allahs Wesen nicht erschaffen ist, so sind seine Eigenschaften nicht erschaffen. Und wiederum, wir sind erschaffen und unsere Eigenschaften und unsere Taten und unsere Bewegungen sind erschaffen. Imam Bukhari, rahimullah, schrieb das Buch Khalqul Af'al al-Ibad, das Erschaffen der Taten von den Dienern. Ein ganzes Buch über das, Imam al-Bukhari, Emirul Mu'minin fil Hadith.
eben, dass man glaubt an diesen Namen und Eigenschaften, ohne sie zu verleugnen, ohne es Beispiele zu machen, ohne nach wie zu fragen und ohne die Bedeutung zu verändern. So ist der Glaube der Ahle Sunnah wal Jama'ah. Und wir glauben daran, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Allerbarmer, sich über den Thron erhoben hat. Das glaubt Ahle Sunnah wal Jama'ah. Wie es Allah sich gebührt. Und nicht wie einigen eben Jahmiya und Mu'tazila, sie sagen, Istiwa, Istawla. Ist bedeutet, was ist Istawla? Überwältigen. Da beinhaltet, schau mal, sie fingen an, ihre Köpfe da, ihre Verstände reinzumischen und dann fielen sie in Sachen, die sie niemals dachten. Weil dann würde es, dass dies ist Taula, würde es heißen, dass da ein Allah eine Rivale hatte und waren im Kampf und Allah hat ihn überwältigt. A'udhu billah. Subhanallah. Allah ist frei von dem. Also schaut, wie gewaltig ist dieser Irrtum. Und deswegen, der Schutz ist im Festhalten an den Argumenten, was im Koran und Sunnah kam, nach dem Verständnis der Salaf und Salih dieser Umma. Und diese Bab, Babul Asma und Sifat, ist ein, wie Sheikh Uthaymeen mehrmals wiederholt, ist ein ganz gefährlicher Bab, ist ein ganz gefährliches Kapitel, die meisten Leute des ihren Weges der Erneuerung sind in diesem Kapitel reingefallen. Deswegen es ist von großer Wichtigkeit, diesen Sachen richtig zu verstehen, sie richtig zu lernen und nicht zu überschreiten, was die Selef nicht überschritten haben, sondern da bleiben, wo die Selef stehen geblieben sind. Und es ist bekannt, diese Geschichte mit Imam Malik rahimullah, als ein Mann zu ihm in der Moschee kam und sagte, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, der Allerbarmer hat sich über seinen Thron erhoben. Er fragte nach wie, Kaif. Dann ist am Imam Malik Schweiß gelaufen, am Stirn, weil die Sache ist gewaltig. Und dann sagte ihm Imam Malik, El-Istiwa, sie ist ma'alum, sie ist bekannt, das Istiwa, in der Sprache, das ist gemeint. Jedoch, El-Kaif, Majhul, das Kaif, das Wie, ist unbekannt. Wir kennen es nicht. Es existiert ein Kaif. Das existiert, das müssen wir wissen. Aber wir wissen es nicht. Allah weiß es. Yani, es existiert Kaif, aber Allah hat uns nicht gesagt. So bleiben wir da stehen. So überschreiten wir nicht diese rote Linie. Weil dann, wenn wir hier unsere Verstände einsetzen, wessen Verstand werden wir nehmen als Maßstab? Jedes Mal kommt ein anderer irrtümliches Kopf und wird uns sagen, nein, es ist so, diese Wie. Nachher kommt nach später an, es ist so. Wo ist der Maßstab? Wo hört es auf? Also versteht ihr, wie gefährlich ist diese Sache. Deswegen, das Wie kennen wir nicht. Wieso? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht davon berichtet. Weder im Koran noch in der Sunna. Und jetzt, Imam Malik sagte zu diesem Mann, dass es der Glaube daran, zu glauben, dass Allah sich über den Thron erhoben hat, ist wajib, ist Pflicht, dass du daran glaubst. Weil es kam im Koran, es ist bestätigt. Und ich sehe dich als Erneuerer. So hat er ihn aus der Moschee rausgeschmissen.
hat ihn rausgeschmissen aus der Moschee, Imam Malik Rahimullah. Und Imam Malik Rahimullah, ein Imam, ein Hafiz, ein Faqih, ihm war nicht unbekannt der Vers vom Koran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Und wer ist ungerechter als derjenige, der die Moscheen verbietet, dass Allahs Name drinnen erwähnt wird? Weil man könnte sagen, Imam Malik hat dieser Mann entfernt, also er ist umfasst in dieser Vers. Nein, eben deswegen ist es umso wichtiger, diese Religion nach dem Verständnis der Salaf zu verstehen. Denn, Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, dieser Mann kam nicht in der Moschee, um Allahs zu gedenken. Er kam in der Moschee, um Allahs Diener ihnen die Religion kaputt zu machen. Habt ihr verstanden? Schau diese Fiqh und wie es widerlegt wird, dieses Scheinargument. Weil man kann sagen, ihr schmeißt die Leute aus der Moschee. Hier dieser Beweis. Imam Malik Rahimullah. Wenn Leute wollen, den Menschen ihre Religion, ihre Aqidah kaputt machen. Und dann sagen sie zu uns, ja, ihr Medachila, Imam Malik war kein Medchali. Ihr Medachila, das heißt, es ist zu streng. Ihr kennt nichts anderes, außer das Kritisieren und Reden. Diese Jahil, Al-Khariji, Al-Khabith, Abu Dujana, er sagte, diese Medachila-Sekte bekämpft sich gegenseitig. Das ist nichts anderes, außer ein Ergebnis der Unwissenheit. Denn ein Selefi, mein Lieber, er will, dass sein Haus sauber bleibt. Sein Haus ist immer sauber. Keine Laie Dreckigkeit darf drin bleiben. So ist die Selefia. Die Selefia ist immer sauber. Und die Unsauberkeiten werden gereinigt, entfernt, dass diese Naqiya bleibt sauber, transparent. Weil so war es zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und sie machen nicht Kompromisse in der Religion Allahs. Wie die Ikhwan al-Muflisin, Abu Dujana und diese ganzen Irrköpfe. Wir vereinigen uns nach dieser Regel von Hassan al-Banna. Wir vereinigen uns, was wir übereinstimmen, in den Sachen, die wir übereinstimmen. Und in den Sachen, die wir Uneinigkeiten haben, wir entschuldigen uns. Nein, der Salafi geht nicht nach dieser Qaida. Der Salafi säubert sein Haus, dass es rein bleibt, transparent. Aber eben, das sollte darauf hin auf sein Verständnis. Und Sheikh Uthaymin sagt, Rahimullah, wenn ein Mann Zwiebeln isst oder Lauch, und wegen dem darf er nicht in die Moschee gehen. Wenn jemand Zwiebel oder Lauch gegessen hat, darf nicht zur Gemeinschaftsgebet erscheinen. Wie ist es dann über jemanden, den den Menschen die Religion kaputt machen will in der Moschee? Vielmehr sollte dieser Mann entfernt werden. Draußen. Kein Platz für dich hier. Das ist Salafia. Das ist Sheikh Uthaymin Rahimullah. Und Sheikh Uthaymin sagt wieder, ich wiederhole es nochmals, dass dieses Kapitel der Namen und Eigenschaften, ein ganz gefährliches Kapitel ist. So seid gewarnt und vorsichtig. Und Sheikh Uthaymin war der Mann von diesem Kapitel. Er hat Aqid al-Wasatiyya, Tadmuriyya und er hat Qawaid al-Muthla geschrieben, sein Buch, und erklärt, alles über Namen und Eigenschaften Allahs. Und weil er spricht von Erfahrung, er spricht von Wissen. Er sagt uns, seid gewarnt, seid vorsichtig. Denn vielen sind in die Irre gegangen. Und dann
Yani die zweite Säule der Iman ist, was der Glaube an die Engel, dass wir glauben, dass wieso, Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, kamen hier der Glaube an die Engel vor der Glaube an den Bücher und Gesandten. Wieso? Weil hier ist der Glaube viel intensiver muss sein. Wieso? Ist Welt der Verborgenheit. Die Bücher, wir sehen der Koran, die Propheten, diejenigen, die zur Zeit der Propheten, die haben sie gesehen, Prophet Muhammad wurde gesehen von den Sahaba. Es war sichtbar etwas. Die zur Zeit von Musa a.s., sie haben Musa gesehen, zum Isa und so weiter, Ibrahim und so weiter. Sie haben sie gesehen, dass etwas Sichtbares. Und die Bücher, die zu ihnen kamen. Jedoch, der Glaube an den Engel ist der Glaube, verborgenes Glaube. Und deswegen kam an der zweiten Stelle, nach der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Glaube an den Engel beinhaltet einige Sachen. Erste Sache ist, dass wir glauben an ihren Namen, die wir sie kennen. Das heißt, von die einigen Engel, ihren Namen kennen wir sie. Sind uns bekannt. Durch Koran oder die Sunna. Wie Jibril, Mikael und so Israfil. Das sind bekannte Namen für uns. Und wir glauben daran, mit diesen Namen, dass ein Engel existiert, mit dieser Name, Jibril zum Beispiel, alayhi salam. Und zweite Sache ist, nachdem wir glauben an ihre Namen, bestimmten Namen, die wir sie kennen, vom Koran und Sunna, zweite Sache ist was? Dass wir glauben, dass sie bestimmten Aufgaben haben. Das heißt, einige Engel, sie haben bestimmte Aufgaben. Wie zum Beispiel Jibril a.s., er ist beauftragt von Allah subhanahu wa ta'ala, zuständig für die Offenbarung. Mikael ist zuständig für Regen oder für die Pflanzen. Israfil ist zuständig für das ins Horn blasen, Yom al-Qiyama, wenn es einbrechen wird. Das heißt, sie haben bestimmte Aufgaben, die Allah subhanahu wa ta'ala damit beauftragt hat. Dass einigen Engel haben die Aufgabe, die Söhne Adams zu schützen. Das heißt, die Söhne Adams zu schützen. Oder einigen Engel sind beauftragt, die Seelen zu entnehmen von den Söhnen Adams. Die Seele zu entnehmen. Oder einigen Engel sind beauftragt, mit der Prüfung im Grab. Das heißt, wir glauben daran, dass es Engel gibt, die diese und diese Aufgabe haben. Zum Beispiel, dass sie zuständig sind für die Fragen im Grab. Die anderen Engel sind zuständig für das Bewahren von den Söhnen Adam. Und auch das yani, eben ausschreiben, niederschreiben, was der Sohn Adam yani, tätigt und macht. Oder für die Seelen zu entreisen. Oder die anderen Engel sind beauftragt, am Yom al-Qiyama die Gläubigen zu begegnen. Andere Engel sind beauftragt, dass sie den Leuten des Paradieses mit Salam begrüßen. Ihre Aufgabe ist, den Leuten des Paradieses mit Salam zu begrüßen. Und möge Allah uns von denen machen. Und anderen Engel sind beauftragt, was? Dass sie Tag und Nacht Allah dienen. Dass sie Tag und Nacht, sie machen nichts anderes die ganze Zeit, außer dass sie Allah dienen. Und diesen Engeln, wenn sie Yawm al-Qiyama und im Paradies Allah subhanahu wa ta'ala sehen, sagen sie, ja Rabb, wir haben dich nicht genug gedient. Schaut, wie gewaltig. Und die dienen Allah Tag und Nacht. Nichts ist dieser Auftrag, Aufgabe. Für nichts sind sie erschaffen, außer Allah zu dienen. Und dann denken sie, sie haben nicht Allah genug angebetet. Sie haben nicht seine Rechte, sind sie nicht nachgekommen. Sozusagen.
Und dann die nächste Säule, die dritte Säule ist der Glaube an den Bücher. Dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmten Bücher zu bestimmten Gesandten herabgesandt hat. Und die Bücher, die wir kennen mit Namen, wir glauben mit ihren Namen, wie Koran, Tora, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, an allen denen glauben wir mit Namen. Jedoch, Tora, Evangelium und alle diesen wurden verändert. Somit, wir glauben, dass ihre Ursprung, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt wurde. Jedoch danach verändert. Und der Koran, er wird nicht verändert. Wieso? Diese Frage wurde einem von den Salaf gefragt. Soweit ich mich erinnere, Fudayl ibn Iyad, rahimullah. Und dann sagte er, weil Allah subhanahu wa ta'ala, wieso ließ Allah das Tora und Evangelium, das ließ sie verändern und der Koran nicht, sagte Fudayl ibn Iyad, weil es Allah ließ ihnen auf ihren Schulter auf diesen Büchern aufzupassen. Jedoch beim Koran ließ er nicht den Menschen. Er nahm diese Aufgabe, diese Koran zu schützen. Das heißt, wir glauben, und jemand, wenn sagt, Sheikh Uthman Rahimullah sagt hier, wenn jemand sagt, ja, Tora an sich oder Injil, ja, ich glaube nicht an Injil von seinem Ursprung, dass mal ein Injil gab, der zu Isa al-Islam abgesandt wurde, oder zu Musa, er ist ein Kafir. Er ist ein Kafir. Jedoch, die Sache ist, was ist eben mit den früheren Büchern? Sheikh Uthaymeen Rahimullah teilt sie in drei Teilen auf. Erster Teil, es übereinstimmt mit dem Koran und Sunna. Es übereinstimmt. Dies ist auch unsere Gesetzgebung. Nicht, weil es in diesen Büchern ist, nein, sondern weil es im Koran vorzufinden ist. Jedoch, wir akzeptieren es. Und der zweite Teil ist, dass diese Sachen widersprechen Koran und Sunna. Somit ist mit Übereinstimmung, dass diese Sache negiert wird, abgelehnt wird. Und die dritte Sache, dass es weder übereinstimmt, noch mit unserer Gesetzgebung, noch mit unserer Scharia, noch es widerspricht. In dieser Sache bleiben wir still. Wir sind still. Wieso? Es kann sein, dass es richtig ist. Dass es das, genau das, nicht verändert wurde. Und so leugnen wir so etwas, was Allah herabgesandt hat. Und es kann sein, dass es falsch ist, aber wenn wir es bestätigen, haben wir was Falsches bestätigt. Also, wir sind still in dieser Sache. Das heißt, was übereinstimmt mit unserer Schar, wir nehmen es. Was widerspricht, wir lassen ablehnen. Und was, weder das noch das, was ist die dritte Sache? Wir bleiben still. Wieso? Es kann sein, dass es richtig ist, aber wir verneinen dann. Dann haben wir es verneinen. Es kann sein, dass es falsch ist und wir sagen ja. Ist wieder falsch. Habt ihr verstanden jetzt, diese drei Einteilungen? Nach dem das. Und auch eben diesen Sachen, dass man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Bücher herabgesandt hat und dass man glaubt, die Richtigkeit von diesen Büchern, Koran sowieso und auch die Ursprung von diesen Büchern, die anderen, der Ursprung davon und dass man glaubt an ihre Gesetze und wir haben erklärt, wenn diese drei Einteilungen, das ist zu beachten. Und dass sie bestimmte Namen haben auch. Die Namen, die wir kennen. Der Glaube an den Gesandten.
Das ist die vierte Säule der Iman, der Glaube an den Gesandten. Dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gesandten entsandt hat, ihnen Bücher gab und sie wurden befohlen, diesen Bücher weiterzugeben, die Menschen aufzurufen. Und der erste Gesandte, wie wir letztes Mal auch genommen haben, der erste Gesandte ist Nuh sallallahu alaihi wasallam. Adam a.s. ist ein Prophet, ein Nabi. Und Shufi Min Rahmanullah sagt, dass nach Adam kamen auch andere Propheten, kein Gesandten, Propheten. Jedoch, was ist der Nutzen, dass Propheten entsandt wurden? Der Nutzen davon ist, Shufi Min Rahmanullah sagt, von Entsendung der Propheten ist, dass sie die Menschen an ihre Gesetzgebung erinnern. Das heißt, sie haben nicht, sind sie nicht total abgeschwiefen, abgekommen von der Richtigkeit. Jedoch, sie haben angefangen, zu vernachlässigen, zu vergessen, ihnen Wichtigkeit nicht mehr so zu schenken. Dann entsandt Allah subhanahu wa ta'ala Propheten, die sie erinnerten, an diesen Sachen sich daran zu halten. Wie es auch bei Ben Israel. Zur Zeit von Ben Israel, kaum ein Prophet starb, kam der Nächste. Und sie arbeiteten mit dem Tora von Musa a.s. mit derselben Gesetzgebung, immer. Jedoch, was war der Nutzen von ihnen? Diese Faida, dass sie die Menschen wieder erinnern. Es gibt ein Hadith, und dieser Hadith, Shukhimin sagt, es ist schwach. Ulama'u ummeti ke'anbiya ben Israel. Die Gelehrten meiner Gemeinschaft, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also es wird da, in dieser Hadith wird gesagt, die Gelehrten meiner Gemeinschaft sind wie die Propheten bei den Ben Israel, bei den Söhnen Israel. Shufimin sagt, dieser Hadith ist schwach. Jedoch, seine Bedeutung ist richtig. Seine Bedeutung ist richtig. Und das ist oft, das sieht man bei Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimullah, er erwähnt ein Hadith und sagt, angesehen wissenschaftlich, dieser Hadith ist schwach. Jedoch seine Bedeutung ist richtig. Wieso? Weil diese Bedeutung ist vorzufinden im Koran und in der authentischen Sunna. Habt ihr verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig. Weil diese Angelegenheit geht zurück auch bei Imam Bukhari, sein Werk. Es kann sein, dass eine oder zwei Hadithe, vielleicht Hadith wissenschaftlich, die Ulema sagen, sind schwach. Jedoch, die Bedeutung ist korrekt. Ihn stärken andere Nusus, andere Argumente als Koran und Sunna. Das ist sehr wichtig, diese Sache. Und wie gesagt, auch diese Sache, wie Shukhtumin sagt, der Hadith ist schwach, die Bedeutung ist richtig. Wieso? Nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Prophetentum als aufgehört. Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jedoch, die Ulema, sie nehmen die Aufgabe, wie sie Ulema, Warathat Ulambiya, die sind die Erben von den Propheten, sie nehmen diese Aufgabe und verbreiten die Religion und belehren den Menschen die Religion und rufen und ermahnen die Menschen zu dieser Religion. Die Stufen der Menschen, die höchste Stufe der Menschen ist Ar-Rusul, die Gesandten. Das sind die besten Menschen, die jemals lebten auf dieser Erde. Die Gesandten. Und wie es Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ. Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, so
sind sie mit denjenigen, die Allah ihnen der Gunst erwiesen hat. Wer sind diejenigen, die Allah ihnen der Gunst erwiesen hat? Die Propheten, Siddiqin, die Aufrichtigen, die Wahrhaftigen, die Shuhada, die Märtyrer und Salihin, die Rechtschaffenen. Und Schulchemin sagt, wenn hier die Propheten erwähnt wurden, dann erst recht die Gesandten, weil die sind besser als die Propheten. Die sind ja nie inbegriffen in diesem Vers, beinhaltet. Und von den Gesandten, die besten fünf sind Ulul Azam. Die werden mit diesem Namen bezeichnet, Ulul Azam. Und damit sind sofort, wissen yani die Ulema, wenn sie diesen Begriff sagen, es ist sofort bekannt, wer sind damit gemeint. Der erste ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zweiter ist Ibrahim alaihi salam. Dritter ist Nuh alaihi salam. Vierter Musa alaihi salam. Und fünfter Isa alaihi salam. Das sind die besten fünf Menschen, die jemals lebten auf dieser Erde. Die Reihenfolge bis zum dritten stimmt, so wie ich sie gezählt habe. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam, Nuh alaihi salam und dann die Ulema bin Khilaf, wer ist besser? Musa alaihi salam oder Isa alaihi salam? Und das wissen wir bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Besten. Und Ibrahim alaihi salam, er wurde von Allah subhanahu wa ta'ala als Khalil. Ja, das ist nicht so, Wali ist auch nahestehender. Ja. Khalil ist, Sheikh Uthaymeen sagt, die Liebe hat 10 Stufen, Sheikh Uthaymeen sagt, Rahimullah. Die Liebe hat 10 Stufen. Die höchste Stufe der Liebe ist Khalil. Al-Khulla. Das ist die höchste Stufe der Liebe. Dass Ibrahim a.s. Khalilullah ist. Und Sheikh Uthaymeen sagt übrigens hier eine Aufmerksamkeit, eine kleine eine Aufmerksamkeit. Was? Viele sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Oder? Stimmt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Habibullah. Jedoch, er ist auch Khalilullah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auch Khalilullah. Weil, wenn jemand sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Habibullah, er hat ihn runtergestuft. Von der Stufe, die er bei Allah hat, als Khalilullah. Sehr wichtig aufzupassen. Ja. Ibrahim a.s. Dieser Mann wurde bezeichnet Umma. Gemeinschaft. Allahu Akbar. Und er war ein Mann. Und Allah bezeichnete dieser Mann Umma. Gemeinschaft. Allahu Akbar. Und nahm ihn eben Khalil. Ibrahim a.s., dass er diese Stufe erreichte bei Allah. Und niemand, sagt Sheikh Uthaymeen, hat Sabr und wurde so stark geprüft auf dieser Erde, wie diese fünf Gesandten. Niemand. Und Ibrahim a.s. von diesen größten Prüfungen, die Allah ihn prüfte, um es, yani, damit Ibrahim a.s. bestätigt seine gewaltige Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s., wie es bekannt ist, er hatte keinen Sohn. Bis zum hohen Alter hatte keinen Sohn. Und es ist bekannt, meine Lieben, wenn jemand so lange kein Kind hat und nach so lange ein Kind bekommt, die Liebe ist da viel intensiver. Und die Bremer sagen, bis hohes Alter, das ist gewaltige Prüfung. Und nach diesem hohes Alter, Allah ermöglicht ihm Ismail a.s. Jedoch, da Ibrahim a.s. ihn so stark und intensiv liebte, wollte Allah ihn prüfen, liebt er Allah mehr oder Ismail? Dann sah Ibrahim a.s. der Traum, dass er seinen Sohn
schlachten wird. Und es ist bekannt, dass die Propheten, wenn sie einen Traum sehen, die Gesandten und die Propheten, dieser Traum ist Wahi, dieser Traum ist Offenbarung. Weil es ist bekannt, am Anfang, wie Aisha radiallahu anha erzählt im Kitab al-Bukhari, Babul Wahi, Kitab al-Wahi, dass am Anfang am Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen Träume, am nächsten Tag wurden sie wahr. Das war die erste Zeit von dem Prophetentum. Und genau Ibrahim alaihi salam hat auch Traum gesehen und sein Traum war wahr. Dann, nach dieser intensiven und heftigen Liebe, die er zu seinem Sohn hatte, sagte zu seinem Sohn Ibrahim a.s., ich sah diesen und diesen Traum. Was sagt Ismail a.s.? Schaut, aber das ist, sowas kommt nicht von heute auf morgen, meine Lieben. Dass der Sohn so eine Gehorsamkeit zeigt, da muss eine gewaltige Erziehung davor stattgefunden haben. Weil viele meinen, yani, wenn der Moment kommt. Nein, du musst dich auf diesen Moment vorbereiten. Du musst deine Familie auf diesen Moment vorbereiten. Sei es Hijra, sei es das oder das oder das. Nichts vorbereiten, nichts unternehmen, nichts lernen und dann, ich will das machen. Und dann bricht man zusammen. Wieso? Es war gar nicht der vorbereitet. Er war nicht yani, mit seinem Iman vorbereitet, auf seine Stufe einzugehen. Und dann, weil er es eingegangen ist, es kann sein, dass er bestraft wird mit der Verlust. Und wir haben es gesehen mit unseren eigenen Augen. Schaut, dieser rechtschaffene Sohn, Ismail a.s., er sagte, Ya Abati, O mein Vater, if'al ma tu'amar, O mein Vater, tu es, was dir anbefohlen wurde. Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, er sagte ihm nicht, O mein Vater, schlachte mich. Nein. Sondern mach, was dir befohlen wurde. Das ist viel gewaltiger. Wieso? Weil du machst dies nicht, außer Allahs Befehl beispielsvoll umzusetzen. Und das ist Befehl. Also mach, was du befohlen wurdest. Und nicht mich einfach schlachten. Nein. Weil das ist ein Befehl. Also setze diesen Befehl beispielsvoll um. Allahu Akbar. Und dann auch sagte ihm Ibrahim Ismail sallallahu alaihi wasallam, if'al ma tu'mar, setejiduni insha'Allah min as-sabirin. Du wirst mich finden, so es Allah will, von den Geduldigen. Sheikh Uthaymin sagt, er sagte nicht einfach, du wirst mich finden von den Geduldigen. Nein, insha'Allah. Schau diese Akida. Wieso? Denn Allah subhanahu wa sagt, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا. Sag nicht für eine Sache, ich werde es morgen tun. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ. Außer, dass es Allah will. Schau, er sagt nicht einfach, ich werde von den, nein, so es Allah will. Ich werde von den Geduldigen sein. Schau, dieser Koran, das kann nicht von Mensch kommen, Bruder. Unmöglich. Allahu Akbar. Dann, als Ibrahim a.s. yani, dieser Befehl beispielsvoll umsetzen wollte und Allah sah, yani, dass er trotz dieser gewaltigen Liebe zu seinem Sohn, jedoch die Liebe zu Allah war ihm heftig. Dann kam die Erlösung, yani, Al-Faraj. Was war? وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيم. Allahu Akbar. Wir haben ihn gerufen, O Ibrahim, قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا. Du hast diesen Traum, yani, bewahrheitet, bestätigt. Inna kathalika najzil muhsinin. So belohnen wir Muhsinin. Muhsinin. Ihsan. Die höchste Stufe. Dieser Mann hat die höchste Stufe. Dieser Mann betet Allah, als würde er ihn sehen. Muhsin. Muhsinin nannte er ihn. Mehrzahl. Und er war alleine. Das ist wiederum eine Ehre für diesen Mann.
Er spricht ihn als eine Gemeinschaft an, Muhsinin, und er ist ein Mann nur. Und er hat die Stufe, Allah bestätigt, mit diesem Vers ist eine Bestätigung, dass Ibrahim al-Salam die Stufe der Ihsan erreicht hat. Und wegen dieser Prüfung, die Ibrahim al-Salam meisterte und nachkam beispielsweise, so nahm ihn Allah subhanahu wa ta'ala als Khalil. Khalilullah wurde er. Ibrahim a.s. Und meine Lieben, auch die Geschichte in Mekka, das ist gewaltig. Als Ibrahim a.s. nach Mekka ging und er lässt seine Frau Hajra, radiallahu anha, und Ismail, Baby, er geht weiter. Zum was? Zum Tawhid aufrufen. Schaut dieser Da'iman, dieser Mann, Allahu Akbar, was für ein Aufrufer, allein unterwegs. Er fürchtet sich von nichts außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Frau, als die gesehen hat, der Mann entfernt sich. Der Mann, mein Ernst. Sie rief ihn, O Ibrahim, hat dir dein Herr so befohlen? Diese Frau sagte nicht, wieso bleibe ich jetzt da und du musst gehen und ich werde alleine hier stehen. Nein, das sind Selefiat. Das sind wahren Selefiat. Sie sagte, hat dir dein Herr so befohlen? Sie sagte ja. Er sagte ja. Sie gehorchte ihm. Fertig, aus. Nicht mehr zu diskutieren. Er handelt nicht von sich alleine. Und Allah wird sie nicht im Stich lassen. Er geht weg. Dann das Wasser geht aus. Und dann kommt diese Semsemma. Und dann, weil diese Karawanen aus Jemen, da sahen sie weit tief im Tal fliegen Vögel. Eine von diesen Reisenden, der eine Erfahrung hat im Reisen, sagte, Vögel fliegen nur über einen Ort, wo Wasser unten ist. Jemand von uns soll runtergehen und schauen. Als er runterging, fand dieser Mann Ismail a.s. mit seiner Mutter. Und so wurde er von den Arabern. Und so lernte er die Sprache von ihnen. Und so heiratete er von ihnen. Und deswegen, die Araber, die veraberisierten Araber sind besser als die wahren Araber. Weil Ismail a.s. ist nicht diese ursprüngliche Araber. Weil es gibt auch Nationalismus bei den Arabern, das müsst ihr wissen. Die Araber, die Nationalismus haben, sie meinen, dass die ursprünglichen Araber, sie sind besser als die veraberisierten Araber, wie Ismail a.s. und nach seiner edlen Nachkommenschaft. Niemals. Das ist die Besten. Das ist ein Dings von Propheten, von der Vater den Propheten Ibrahim a.s. Und dann hier auch, Sheikh Uthaymeen Rahimahullah sagt, ist eine Widerlegung gegen Jahmiya und Mu'tazila und Asha'ira und diese ganzen abgeirrten Sekten. Wieso? Hier wird bestätigt, Mahabbatullah, was Allah liebt. Und auf eine höchste Art und Weise, er nahm Ibrahim Khalil. Sie sagen, schaut diese Tahrif hier, diese Veränderung der Bedeutung. Sie sagen, nein, Khalil hier bedeutet Iftiqar, dass er bedürftig zu Allah ist. Aber für jede Shubha gibt es einen Imam. Und Sheikh Uthaymeen macht es klar, Rahimullah. Er sagt, wäre diese Bedeutung, jeder von uns ist bedürftiger zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Jeder wäre ein Khalilullah. Und das ist nicht so. Also hat er sie widerlegt. Habt ihr verstanden, diese Widerlegung und diese Shubha, was sie aufgebaut haben? Deswegen ist es so wichtig, zu den Ulema zurückzukehren. Weil diese Gelehrten, diese fest verankerten Gelehrten im Wissen, sie widerlegen diese Shubuhat. Subhanallah. Die Wahrheit wird so deutlich und klar durch ihnen. Und wenn man selber versucht, sich auf selbst alleine stützt, Allahu a'lam, wo man hinlandet am Schluss.
Und dann der Glaube, yani wal Iman bil Yawm al Akhir, yani der Glaube am jüngsten Tag. Der Glaube am jüngsten Tag. Der Glaube am jüngsten Tag, wir glauben erstens, sagt Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wir glauben erstens, bi wuku'ihi, dass er stattfinden wird. Kein Ausweg. Dieser Tag wird stattfinden. Kein Ausweg. Und die Menschen werden aus ihren Gräbern wiederbelebt. Oder aus, wie sagt man denn mal? Wiederbeleben aus ihren Gräbern. Auferweckt. Baraklaufig. Sie werden von ihren Gräbern auferweckt. In dem Moment, als Israfil im Horn blasen wird. Und sie werden zum Herr der Welten stehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةُ تُبْعَثُونَ. Wahrlich, ihr werdet dann am jüngsten Tag auferweckt. Das heißt, wir werden auferweckt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةُ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا. Die Menschen werden am jüngsten Tag auferweckt, barfuß, nackt und unbeschnitten. Sie werden. Und Aisha radiallahu anha, Ummul Mu'minin, als sie dieser Hadith hörte, sie fragte der Prophet nach dem Verständnis, wie die Menschen nackt Yawm al-Qiyamah. Der Prophet sagte, ja Aisha, die Zustände sind ganz anderes, ganz andere Dimensionen. Die Menschen werden an jenem Tag mit sich selbst beschäftigt sein. Sie werden keine Zeit haben, um sich mit anderen zu beschäftigen. Die Sache ist so gewaltig. Ihr müsst euch vorstellen, die Menschen gehen zu den Propheten, angefangen von Nuh a.s. bis zum Prophet s.a.w., dass sie aus diesen Orten kommen, egal wo es hingeht. Das heißt, wie gewaltig muss sein, dass der Mensch so etwas ins Kauf nimmt. Sogar die Hölle. Ja, subhanallah. Wie gesagt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. Wie wir am Anfang die Schöpfung angefangen haben, so werden es wir wiederholen. Wiederholen! Nicht von Anfang, das ist nichts Neues. Wir wiederholen es nur. Und was ist das Schwierigste? Erstes Mal zu erschaffen oder zweites Mal? Ohne Zweifel. Vom ersten Mal. Von nichts. Das heißt, eben diesen Sachen auch, dass wir glauben, yani die Zustände, die uns berichtet wurden, die verschiedenen Menschen haben werden am Yawm al-Qiyamah. Das heißt, an diesen Zuständen, dass Menschen werden so und so sein und so weiter, wir glauben an dem, was kam im Koran und Sunnah. Dritte Sache ist, dass wir glauben, was auch kommt am Yawm al-Qiyamah. Von diesem Becken zu trinken, Al-Haud, dann auch Shafa'a, die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Es-Sirat, die Brücke, Al-Jannah, Wan-Nar, ans Paradies, alles. Und das Jannah ist das, yani, die Wohnstätte der Gottesfürchtigen und der Belohnung und das Höllenfeuer Wohnstätte der Ungläubigen ist und der Übeltäter und der Bestrafung. Alle diese Sachen kamen im Koran und Sunnah. So bestätigen wir es, so wie es kam. Das beinhaltet alles Iman am Yawm al-Akhir. Und auch, was im Grab, passiert, von Belohnung oder Strafe, daran glauben wir. Weil Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte,
Yawm al-Akhir ist alles, was anfängt nach dem Tod. Und das ist, gehört Barzakh. Yani, der Aufenthalt im Grab. Und dass er da gefragt wird von den zwei Engeln, die Fragen und so weiter. Alles an denen Sachen glauben wir. Wieso? Kam im Koran und Sunna. Und wir bestätigen es. Und Sheikh Uthaymin Rahimullah, er sagt, es gibt eine Aussprache, die ganz gefährlich ist, die bei den Menschen verbreitet worden ist. Wenn jemand stirbt, die Leute sagen, intaqala ila mathwahu al-akhir. Intaqala ila mathwahu al-akhir. Er ist, yani, hat sich begeben zu seinem letzten Aufenthaltsort. Schaut, meine Lieben, man würde nicht denken, dass ist etwas dran. Jedoch Sheikh Uthaymin sagt, das ist ganz gefährlich. Weil dieser Satz beinhaltet die Verneinung der Auferweckung. Schaut dieses Verständnis. Das ist ein Ulema. Das macht ein Alim aus. Dass er solchen Sachen, die so entscheidend sind und bei den Menschen sogar verbreitet sind, und sie machen sich keinen Kopf darüber. Jedoch, das ist ganz gefährlich. Denn es beinhaltet etwas ganz Gefährliches. Die Verneinung der Auferweckung. A'udhu billah. Deswegen, wenn jemand sowas hört, sollte dieser Person auf beste Art und Weise belehren und beratschlagen. Und dann, die letzte Säule der Iman, وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Dass du an der Vorherbestimmung glaubst, guten und schlechten. Hier sagt Sheikh Uthaymin Rahimullah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fing an, أَنْتُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Immer verbindete, fing an, am Anfang أَنْتُؤْمِن, und dann verbindete diese Sachen. Jedoch als beim Qadr ankam, sagte wieder Entu'mina, dass du glaubst an den Qadr. Habt ihr verstanden jetzt? Dies zeigt die Wichtigkeit der Qadr. Dies deutet darauf hin, weil der Prophet Sassam sprach kein Wort aus, außer hat eine gewaltige Bedeutung. Hatte dahinter eine Weisheit. Und genau hier, und schaut, das sind die Ulema, die Wörter der Propheten zählen, abzählen, damit es zu verstehen auf beste Art und Weise. Das ist Vater von Allah, dass Allah uns recht leitet, damit wir mit diesen Gelehrten leben und von ihnen Wissen nehmen. Das ist eine gewaltige Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Glaube an der Qadr beinhaltet vier Sachen. Diese vier Sachen müssen vorhanden sein. Erste Sache, Al-Ilm, das Wissen, was Allah weiß. Alles. Allahu Akbar. Dann, die zweite Sache, Allahs Wissen ist absolut und nicht begrenzt. Sogar وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kein Blatt von einem Baum fällt runter, außer er weiß. Und er weiß, wie er gefallen ist. Nicht nur, dass er gefallen ist. So ein Herrn, ein Schöpfer, wollen wir anbeten. Dieser Schöpfer hat verdient, angebetet zu werden. Der weiß sogar, dass wie ein Blatt und kein Blatt fällt runter, außer er weiß es. Und wie es gefallen ist. Ein Herrn, dessen Reichtum nie zu Ende geht. Wallahi, wa billahi wa tallahi. Wenn du zu den größten Königen auf der Dunya gehst und du verlangst bei ihnen einmal, zweimal, dreimal irgendwas, sagen sie genug, geh raus. Es ist genug, wir haben dich genug geholfen. Stimmt oder stimmt nicht?
Wallah, das ist so. Und wenn ich glaube, das soll versuchen. Ne? Sogar beim ersten Mal sogar wird er rausgeschickt, vielleicht bei einigen. Ne? Jedoch Allah subhanahu wa ta'ala, der König der Königin, er liebt, dass es von ihm verlangt wird. Er liebt, dass er angebetet wird. Er liebt, dass er gerufen wird. Weil seine Reichtum hört nie auf. Allahu Akbar. Den müssen wir anbeten. Weil der, der Einzige und allein, der verdient, angebetet zu werden. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch, zweite Sache ist, erstens ist das Wissen. Zweite Sache ist, Kitaba, Al-Kitaba, Filawhil Mahfuz, dass es niedergeschrieben wurde im Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz wird übersetzt die wohlbewahrte Tafel. Das heißt, erste Sache, das Wissen. Zweite, es ist niedergeschrieben. Und dritte Sache ist Al-Mashiyah, Willen. Das heißt, es geschieht nichts in diesem Universum. Absolut nichts, außer mit dem Willen Allahs subhanahu wa ta'ala. Nichts kann sich bewegen, außer mit dem Willen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und nicht mal dieser Blatt, der runterfällt, außer er fällt mit dem Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Und vierte Sache ist Al-Khalq, die Erschaffung. Dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Und alles vorherbestimmt hat. In Maß. Das heißt, erste Sache Wissen. Zweite Sache Al-Kitaba. Das Niedergeschriebene in Lauh al-Mahfuz. Dritte Sache Al-Mashiyah. Willen Allahs. Nichts passiert, außer mit dem Willen Allahs. Und vierte Sache ist die Erschaffung. Diese Stufen der Qadr sollte jeder von uns sie kennen und sie Bescheid wissen. Jedoch, unsere Taten und unsere Bewegungen sind erschaffen. Sind erschaffen. Wie wir erschaffen sind, so sind auch unsere Taten und Bewegungen erschaffen. Allah hat sie erschaffen. Und Allah ist nicht erschaffen, somit sind auch Allahs Eigenschaften auch nicht erschaffen. Ganz einfach. Jedoch diese Köpfe des Irrtums, Jahmiya und Mu'tazila und Ashaira und. Sie haben ihre gesunde Verstand verloren. Da muss der gesunde Verstand weggehen, dass man so eine Glaube hat. Sonst nicht. Sagt ihm zum Schluss Jibril a.s. Verachbirni an al-Ihsan. So berichte es mir vom Ihsan, von Gütigkeit. Und Sheikh Uthaymin rahimullah sagt, Ihsan ist gegenüber dem Schöpfer. Yani, was bedeutet Ihsan gegenüber dem Schöpfer, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala mit Ikhlas anbetest. Und Befolgung der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, je gewaltiger dein Ikhlas ist und deine Befolgung der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, desto näher kommst du zu dieser Stufe Al-Ihsan. Jedoch, es gibt Ihsan unter den Menschen, dass man Gütigkeit macht gegenüber den Menschen. Gütigkeit gegenüber die Eltern, Gütigkeit gegenüber die Muslime, den Brüdern und so weiter. Das ist auch eine Gütigkeit gegenüber Allah subhanahu, das ist so zu verstehen, mit Ikhlas und Befolgung des Sunnah des Gesandten sallam, und Gütigkeit gegenüber den Eltern, sie zu gehorchen, was Allah nicht, in Sachen, die nicht haram sind, und sie auf beste Art und Weise zu behandeln, kein schlechtes Wort zu sagen und so weiter, und so alle milde Wörter, sanfte Wörter, gegenüber den Brüdern und so weiter, helfen und so weiter. Das sind Ihsan gegenüber den Menschen dann. Und der Ihsan ist eben diese höchste Stufe von Ihsan, die erste, dass du Allah, wie Prophet Sallam sagte, anbetest, als würdest du ihn sehen.
Dann kommt die niedrigere Stufe und die ist, wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich. Dass du weißt, Allah beobachtet dich. Deine Taten, deine Handlungen sind beobachtet. Sie werden verzeichnet, dafür wirst du befragt. Und wisst ihr, meine Lieben, wenn jemand am Yawmul Qiyamah die Munaqasha, detaillierte Munaqasha gemacht wird, er ist verloren. Das müsst ihr wissen. Wenn jemand am Yawmul Qiyamah mit ihm abgerechnet wird, detailliert. Jedoch, Allah erbarmt sich seine Diener. Wenn er für jede Kleinigkeit gefragt wird, dann, er ist verloren. Das kommt. In Kitab, lernt man im Fach Tawhid, Mustafa Arabi, in Jami Islamia. Das Glauben an Yawmul Qiyamah und Yawmul Akhir und was alles danach. Und dann gibt es diese, dass man abgerechnet wird, detailliert oder allgemein. Dann fragte Jibril a.s. den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach der Stunde, wenn ich berichte mich von der Stunde, dann antwortet ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er weiß nicht mehr als der Gefragtere, als der Fragendere. Was heißt Jibril a.s.? Sie wissen beide nicht, wann die Stunde stattfinden wird. Und Sheikh Uthaymeen Rahimahullah sagt, wenn der beste Gesandter und der beste Engel, sie wissen es nicht, wann die Stunde ist. Was ist dann Menschen, die unter ihnen sind, in der Stufe? Das heißt, erst recht wissen sie nicht. Und wenn man hört, so irgendwelchen Berechnungen, so Mayas und Inkas und so Berechnungen, die sagen, ja, da hat es aufgehört, dieser Kalender von Mayas und dann muss es sein und so, und Nostradamus und alles, das ist alles Kufr. Alles Kufr. Und Sheikh Uthaymeen sagt, wir müssen das verleugnen mit unseren Herzen und Mündern. Das heißt, keinerlei Zweifel zu haben, dass dies ein Batil ist, etwas Falsches und Nichtiges. Niemand kennt die Stunde, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann fragte Jibril a.s. den Propheten a.s. an ihre Zeichen. Die Zeichen, die darauf hindeuten, dass diese Stunde nahe ist. Und Sheikh Uthaymeen Rahimahullah sagt, die Zeichen der Stunde sind in drei eingeteilt. Die Asharat, die schon vorbei sind, die schon gewesen sind. Die Zeichen, die immer wieder sich wiederholen, immer wieder stattfinden. Und dann die großen Zeichen, die kurz vor dieser Stunde eintreffen werden. Und von diesen Zeichen ist, dass die Dienerin ihren Herrn gebärt. Von diesen Zeichen ist, dass die Dienerin ihren Herrn gebärt. Und die damit, was ist gemeint, dass die Dienerin ihre Herrin gebärt? Erstens, Sheikh Uthaymeen Rahimahullah und die Ulema sagen, dass der König bzw. der Herrscher eines Landes, wenn er Krieg führt und dann kommt zum Kriegsbeute und von dieser Kriegsbeute sind auch unter ihnen Frauen und er hat mit ihr Geschlechtsverkehr, somit sie wird schwanger von diesem König. Und der König, als das Mädchen geboren wird, sie ist dann Führerin von dem Land. Sie ist sozusagen die Nachfolgerin von ihrem Vater. Und sie ist auch frei, weil die Mutter ist Sklavin dann, Dienerin. Und die ist Herrin.
Und somit yani, auch die Zeit vergeht dann, weil diese Beziehung ist yani, entbunden sozusagen. Da ist nicht mehr eine Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Irgendwann ist die Tochter so groß, dass diese Dienerin, diese Mutter, sie dient sie. Und sie weiß nicht mal, dass sie ihre Mutter ist. Oder, Ibn Hajar Rahimullah sagt, damit ist gemeint, Hukuk al-Walidain. Nicht Hukuk, Hukuk. Das schlechtes Behandeln die Eltern. Und das ist Tatsache, meine Lieben. Einige Menschen behandeln ihre Eltern, vor allem ihre Mütter, als Dienerin. Bringt mir das, gib mir das und so weiter so. Als wäre er der König und sie muss ihm dienen. A'udhu billah, seid vorsichtig von dieser Sache. Diese Sache ist gewaltig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht, dass wir Yawmul Qiyamah vor Allah stehen mit leeren Händen, weil es wir gegenüber unseren Eltern nicht genug gütig waren, sogar schlecht gegenüber sie waren. Und wir dachten und träumten, wir waren guten Söhne. Nicht, dass unser Shaitan diese Täuschung macht. Und ich habe auch schon die Geschichte von Sheikh Hamad al-Ansari erzählt, glaube ich. Als Sheikh Hamad, rahimullah, zu einem Studenten sagte, was verstehst du unter Gütigkeit zu deiner Mutter? Der Student meinte, ja, wenn sie mich braucht, dann bin ich da. Sheikh Hamad sagte, bei mir nicht. Bei so einem Kaliber nicht, meine Lieben. Sheikh Hamad sagte, seit ich denken kann, meine Mutter hat nie was zu Hause gemacht. Entweder habe ich alles gemacht zu Hause, oder habe ich eine Frau bezahlt, die macht alles, als wenn ich keine Zeit hatte. Schau, diese Männer sind Beispiel. Das ist Gütigkeit. Allahu Akbar. Und dann, von den nächsten Zeichen der Yawmul Qiyamah ist was? Dass diesen armen Menschen, barfüßigen Menschen, die nichts zu essen haben, auf einmal wetteifern im Bauen der Häuser. Yani, sie waren arm und in kurzer Zeit wurden sie reich. Und sie wetteifern sich im Hochbauen. Jedoch, Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, ist es nur umfasst, yani, diese Yetetawaluna fil Bunyan, umfasst dies nur in der Höhe? Nein. Auch in seine yani, Jimal, dass man es schön macht. Ja, so schön macht. Yani, das Haus ist vielleicht 2-3 Stöckig, aber ganz schön gemacht. Ganz so modern und alles. Dann ist es auch in diesem beinhaltet. Inbegriffen. Weil viele meinen, ja zum Glück, ich habe nur 3 Stöcke. Aber diese anderen haben 100 in Dubai. Bin ich nicht von denen. Nein. Wenn du auch von den schön gemacht hast und so weiter und so fort, ist er nicht beinhaltet in diesem Hadith. Und meine Lieben, wir sind handfeste Zeugen davon. Jeder sollte sich denken, wo waren deine Großeltern? Und wo bist du heute mit deinen Eltern gekommen? Unsere Häuser waren aus Lehm und Schlamm. Alle unsere Häuser in unseren Dörfern, Kosovo, Mazedonien, Albanien, alle, aus Lehm. In einem Zimmer 7-8 Stück geschlafen. Und auf dem Boden. Auf diese, wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. So. Fast wie Palmenfaser, so. Ein bisschen schon weicher, aber ein bisschen gelb so sieht aus. Da hast du Spuren gehabt am Morgen, subhanallah. Und jetzt, nicht mal von dieser Zeit, meine Lieben, ist nicht mal 50 Jahre vergangen. Vielleicht 35 Jahre, 40 Jahre. Meine Mutter erzählte mir letztens, sie haben im Dorf, wenn man Holz ja nicht verbrannt hat, diese Asche, richtig, diese Asche, sie haben diese Asche in einem Tuch reingetan und dann zusammengebunden. Und dann die Kleider mit dieser Asche gewaschen. Wieso? Es kam dann wie Schaum raus. Und sie haben so die Kleider gewaschen. Oder am Stein. Und so weiter.
Und das ist nicht mal 40 Jahre, meine Lieben. Und schaut heute, wo wir sind gekommen. Deswegen, nicht meinen, auf die anderen zeigen und sich selber vergessen. Dann sagt Umar radiallahu an, ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًا. Dann ist er gegangen und ich bin eine Weile geblieben. Yani Meliyan sagt schon zumindest eine lange Zeit. Einige sagen sogar, 3 Tage ist er so Umar geblieben. Yani er wusste nicht, wer dieser Mann ist, bis ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ansprach. Und einige sagen einfach eine lange Zeit, unbestimmte Zeit. Auf jeden Fall eine lange Zeit. Und Umar radiallahu an, mit seiner Erziehung, die er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bekam, er sagt nicht, ja, ich denke er war, nein. Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen das am besten. Und dann sagt ihm der Prophet, das war Jibril, er kam euch, um die Religion beizubringen. Und so sind wir zum Ende gekommen bei diesem Hadith. Yani mit der Erklärung, Sheikh Uthaymin Rahimullah erwähnt einigen Vorzüge, aber können wir schon beim nächsten Unterricht nehmen wir sie durch. Machen wir vielleicht eine Fragerunde. Jeder soll einen Vorzug bringen. Und dann bringen wir dich von Sheikh Uthaymin und gehen wir zum nächsten Hadith, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.